ihr habt ihn gesehen, ne? Und der ist ja wirklich fett. Der ist ja wirklich fett. Und für mich ist die Aufgabe immer, eine Steigerung zu machen. Immer mehr und mehr und mehr. Die Autos müssen fetter und fetter und fetter werden. Ist die Ausfahrt hier? Die Autos müssen fetter und fetter und fetter werden. Felgen sind ja quasi das A und O. Gerade bei einem Liberty. Die Felgen machen die Karre aus. Und felgenmäßig, die Rotiforms auf dem Ferrari waren geil. Die waren fett, die waren dick. Aber es muss fetter werden und es muss deutsch werden. War für mich wichtig an einem BMW. Muss auch eine deutsche Felge dran. Also ich hab eine Vision. Wir fahren jetzt zu dem Herrn hin, der diese Vision umsetzen soll. Der weiß schon ein bisschen von seinem Glück, weil wir haben da mal drüber WhatsAppt vor so ein paar Wochen. Er hat das noch nie gemacht. Wir fahren hin. Und dann versteht ihr nämlich, was das los ist. Was das Thema ist, was wir vorhaben, was die Aufgabe ist. Nicht leicht, sollte aber klappen. Es wird klappen. Die Frage ist nur, wie lange es dauert und wie schnell es geht und was kostet. Das ist auch nicht unwichtig. Ich hab's vor Augen. Hier ist Burger King. Haben die Jungs schon Chili Cheese? Ja, ne? Wer essen was? Ja, nebenbei hier unser neues Baby, unser Touran. Ja. Sollen wir eigentlich, sollen wir umbauen, den Touran, oder soll er mal komplett Stock bleiben? Umbauen? Der Touran wird umgebaut. Meinst du wirklich? Merkt, ich bin noch ein bisschen müde, ne? Merkt das? Wir sind schon wieder dran am nächsten Liberty. Essen fassen, komm. So, haben wir ein bisschen Saft im Kessel hier, ne? Wir sind da in ein paar Sekunden bei der Firma, die unsere schönen, absolut aftittengeilen Felgen machen soll. Ich hoffe, ich kriege keine negativen Nachrichten, dass mir gesagt wird, das geht nicht. Aber ich denke, das wird gehen. So wie ich mir das vorstelle. So. Wo sind wir? Wir sind bei. Da sind wir. Mobbing in the mall like, mobbing in the store like. Walk up in a party uninvited, they be so tight. Live from the basement, I'm pacing and make them all like. Living in a strobe light, kinda feel like hoe right. Never had the stage fright, I'm back on action. Trapping and macking on sofa, smoking and choking from dabbing, passing a. 3, 2, 1, here he come, what he gonna do? Wir sind bei MB Design. Aufsteig, komm mit. Hallo Sarah. Hi. Wollt ihr mal die liebste und attraktivste Mitarbeiterin oder mit überhaupt Mitarbeiter bei MB Design, oder? Wir sind schon mehrere Frauen, drei. Sarah, lohnt sich immer ein Besuch bei MB? Ja, du bist immer hier, ne? Ich bin immer hier, genau. Zurück zum Thema Felgen. Ja, wir haben hier KV1, wir haben alles, aber LV1, geiles Rad. Ja, wird sich bei uns auch demnächst mal wiederfinden, LV1, das Thema. Ja. Wartet ab, sag ich denn nur? Trotz alledem sind wir ja nicht hier zum Felgen gucken. Wir wollen Felgen machen. Markus? Hi. Ist er nicht? Hallo Sarah. Hi. Geht's dir gut? Ja. Und euch? Ja, auch gut. Und wie geht's dir, Sarah? Bestens. Immer noch? Jetzt, wo du da bist, doch. Ja. Wie geht's dir, Sarah? Besuchen mal den Chef, bevor wir noch in die Podolie kommen hier. So. Ach ja. Auch wichtig hier. Geht's dir gut? Sehr gut. So, alles klar. Kann losgehen? Ja. Oh, das ist direkt hier im Thema, kann direkt los durchstarten. Erwischt mich immer hier an der gleichen Stelle. Wir stehen die ganze Tag hier. Ja. Hier, Pakete einpacken hier. Und hier, Reifen aufziehen, bitte. Zeig dir mal was. Wir haben ja hinten neu angebaut, wie du weißt. Direkt mit Rundgang. Los geht's. Ich hab gesagt, guckt euch hier nicht um, ihr seht aus wie Sau. Das ist alles kreuz und quer. Man kann kaum nur laufen vor lauter Rädern. Zeige ich euch mal, warum wir so einen Stress haben hier. Ja. er ist gerade im selben Thema wie ich, es wird gebaut. Aber bei ihm ist das schon so. Wow. Wenn du theoretisch morgens bestellst, so schwarz-matte Felge, wir bohren die. Ja. Hängen die an die Pultanlage? Also warte mal, also die Felgen sind ungebohrt, damit ihr seht, weil die Leute wissen nicht mehr, was das heißt. Also das heißt, kein Lochkreis dran und das heißt, der Kunde bestellt eine 114,3. Wie auch immer, ET. Dann wird die gebohrt und dann? Dann wird die hier dran gehängt an die Pultanlage, gereinigt, Vorbehandlung, in der Erstausrüstungsqualität, ganz wichtig. Ja. Wenn die fertig gepulvert ist, fährt die hier durch die Decke durch, oben Endkontrolle nochmal, eingepackt, gelabelt und fährt dann über das Band, so wie wir es drüben kennen, in die Förderfläche. Auch geil, ne? Ja, so mit dem Finish fast noch geiler, ne? Ja, einfach nur Pulver drüber, Klarpulver oder irgendwas. Wir machen teilweise, bürsten wir die ja drin. Ja, ja. Dann mit so einem speziellen Material gebürstet. Und dann wird die nochmal so leicht seidenmatt, dann sieht es noch geiler, noch technischer aus, gell, das Ganze. Also fällt mir auch sehr gut, die Oberfläche. Ist das geil. Das ist zwar nur ein Klotz Alu, aber es ist einfach geil. Vorher
Vorher war er so. Geschmiedeter Rohling. Ja. Und das kommt dann raus. Dann hast du 50, 60 Prozent Abfall im Prinzip. Ja? Der hat, glaube ich, 35, 40 also Kilo. Das ist quasi, woraus ein dreiteiliger Stern gebaut wird. Genau. Kriegst du auch nicht an jeder Ecke. Was kostet so ein Rohling? Roundabout 300, 350 Euro. So viel kostet das Grund? Das Grundmaterial. Das ist das Problem, was viele nicht verstehen. Genau. Das verstehen nämlich viele nicht. Dass so ein Preis an sich zusammensetzt. Genau. Schüsseln, Rohling, Schrauben, Betten, Berechnen, Fräsen, Verschleiß. Eigentlich Gutachten. Genau. Deswegen sind ja bei den meisten Mehrteilern im Moment in den Fräsen keine Gutachten dabei. Also wie gesagt, vorher, nachher. Und hier hast du den Zwischenschritt, so läuft es. Aber das kennen wir, glaube ich, schon verletzt. Ja, genau. Aber trotzdem, ich habe ja viel mit dem vor. Es wird spannend. Ja, wird spannend. Wir haben schon drüber gesprochen. Also er weiß schon, worum es geht. Ihr wisst aber noch nicht, worum es geht. Ich will den Spannungsbogen gerade so ein bisschen aufbauen, dass es gleich richtig knallt. Weil es wird eine Felge, die hat die Welt so noch nicht gesehen. Und ich würde nicht so extrem. Ich würde sagen, es wird eine der schönsten Felgen, das meine ich todernst, so todernst wie ich so sagen kann, eine der schönsten Felgen, die man momentan technisch bauen kann. Wirklich auch so beschreiben. Ja. Und meine Idee kommt dann irgendwann nachts per WhatsApp, um 2:36 Uhr. Aber du warst auch wach. Ja, klar, weil immer dann pump ist es passiert. Ja. Aber ganz ehrlich, ihr merkt, Liberty Walks sind meistens so 2 Uhr, 3 Uhr nachts. Weil das Regen mache ich auch immer noch. So, weiter geht's. Also, wie gesagt, hier noch neue Maschine. Erstmal, jetzt müssen wir nochmal andere Hallo sagen. Wir werden gleich auch noch eine Menge reden müssen. Ich glaube auch. Er ist wirklich ein Freund und Buddy und wir reden jetzt einfach so. Aber ich muss ehrlich sagen, die KV1-Felge ist für mich eh das Rad. Absolut. Das Problem war natürlich nur Lieferfähigkeit teilweise durch Probleme mit Herstellern. Ich meine, es wurde im Facebook breit gedreht ohne Ende. Teilweise haben sich viele beschwert. Es ist auch dumm gelaufen, können wir alle nichts für, hat mich ein Vermögen gekostet. Aber man will ja auch keinen ärgern, man macht das ja auch nicht extra. Nee, natürlich nicht. Ne? Und das ich würde es ja auch lieber verkaufen. Genau. Ja? Das ist ja genau, was ich mir versuche, den Leuten zu erklären. Wir haben ja auch dann viel durch Sonderpreise, Rabatte irgendwo den Leuten dann irgendwo was Gutes getan. Dumm gelaufen, letzten 3 Jahre, also hat uns ein Vermögen gekostet, viele unzufriedene Kunden. Auch an der Stelle nochmal, wenn es einer sieht, sorry. Vielleicht ist so 3 Leute können das sehen. Und sorry für dieses Theater mit diesen Lieferfähigkeiten, aber jetzt ist ja, wie ihr hier seht, alles rum. Und ihr könnt bestellen, so viel ihr wollt, alles am Lager. Genau, was ihr bestellen. Könnt auch bei mir. Selbstverständlich auch hier. Ja, auch hier, ja. Also unbedingt. Unbedingt. So, dann gehen wir nochmal schnell ins Büro. So, folgende Aufgabe ist ja gestellt. Wir brauchen ein Rad. Wir brauchen ein Rad, was wirklich mehr knallt als auf dem Ferrari. Weil das auf dem Ferrari war schon geil. Farbkombination finde ich eh sehr geil. Bleibt so, würde ich sagen. Schwarz matt, schwarz glanz. Jetzt ist folgender Punkt. Wir haben abends geschrieben, haben wir gerade gesprochen. Und zwar, KV1-Rad kennt ihr alle. Doch ein KV1-Rad auf dem M4 Liberty wäre zu schmal. Einfach zu schmal, würde ich sagen. Das ist nichts. Passt nicht, passt einfach. Und jetzt muss ich wie fragen, dass wir quasi einen Stern machen, KV1, aber dreiteilig. In 12 breit. Gut, haben wir theoretisch auch einteilig. Ich weiß, aber das ist nichts. Nee, nicht so extrem. Nein. Das dreiteilige Rad. Weil das Auto ist krass und deswegen, jetzt haben wir einmal hier die Technikabteilung am Tisch. Hallo. Ist das umsetzbar? Umsetzbar ist fast alles. Wir sind teilweise nur an die industriellen Sachen gebunden, wie Rohlinge, Betten, was man halt bekommen kann. Mhm. Du sagst, es geht technisch. Also technisch. Das ist technisch machbar. Also wir können auf jeden Fall wirklich ans Limit gehen. Und dann hätten wir eigentlich eines der konkavsten Räder der Welt. Würde ich jetzt mal so beschreiben. Ich meine, irgendwo, wo fängt man an, wo hört man auf? Ja. Wo ist die Grenze? Aber es muss ja auch irgendwo Bremse etc. Es muss ja passen auch noch irgendwo auf ein Auto. Mhm. Aber ich würde sagen, also das ist dann so das konkavste, was man momentan was man so kaufen bauen kann. Und erbauen kann, genau. Auf so einem Liberty World-Umbau. Also, natürlich auch die Gegebenheiten, ne? Deswegen, darum geht es ja. Das Ding ist einfach, dass die Karre so dermaßen breit ist, dass, und das haben wir beim Ferrari ja gesehen, was wir da montieren mussten, dass das Ding voll ist. Das heißt, das muss so konkav und so fett sein, das Rad. Wir sprechen ja im Minusbereich. Ich würde sagen, null und kleiner. Also ja, also Minus, ja, ich, das müssen wir aus den 80er Jahren kennt man. Genau, so ein König-Umbau. Ja, genau. So ein Voll-Assi-Koffer. Also. Aber die sind minus 30 gefangen, oder minus 20. Ja, irgendwie so. Und dann die Radlager freuen sich. 11 mal 15, ja. Da war fast ein Viereck, ja. Und dann minus 20 GT. Ja.
Okay, also gehen wir an den Rechner und machen das. Ja. Gucken, was der Rolling hergibt. Zu deinem Rechner? Oder zu deinem Rechner? Der Punkt ist nämlich der, das klingt jetzt alles so ein bisschen spannend, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt, weil die Problematik ist, das muss halten, das hat. Das muss dementsprechend konkav sein. Plus, es muss sich ja auch einfügen. Der Stern muss ja so gleichmäßig enden. Es muss sich ja einfügen ins Bett. Oben in die Kante rein. Weil es gibt nämlich auch gut andere Beispiele. Die haben wir nämlich im Internet auch schon gefunden. Den Hersteller wollen wir jetzt nicht nennen. Aber wir haben auch ein Bild gefunden. Da hat auch jemand sowas gemacht. War ein Wahnsinns-Zufall, ja. Wo der Stern sehr ähnlich ist, ja. Das einmal, wo der Stern vorne hinten nämlich nicht gleich lang ist. Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Das Bild müssen wir nochmal raussuchen, das zeigen wir euch dann mal genau jetzt. Aber dann kann man es zum Beispiel sehen, wie man es nicht machen sollte. Nee, das sieht nämlich wirklich hochgradig scheiße aus. Wenn man die Felge einsetzt, sieht nicht. Wenn nein, man von der Seite okay, geht. Aber wenn man dann, du hast ja auch im ersten Moment nicht gesehen. Nee, wenn ich du nicht vorne siehst. Ich habe gesagt, guck mal vorne hinten, das sind zwei verschiedene Räder. Und noch blöder ist ja, das vordere ist größer als das hintere. Optisch. Ja, ja. Also andersrum wäre es ja dann vielleicht noch tragbar. Aber vorne größer, hinten kleiner ist blöd. Ist scheiße. Also eigentlich scheiße. Aber gut. Ja. Andere Länder, andere Sitten, sage ich da immer. Ja. Wir machen das immer ein bisschen anders. Ja. Gut. So. Ja. Mobbing in the mall like, mobbing in the store like, walk up in a party uninvited, they be so tight. Live from the basement, I'm pacing and make them all.